Wir pumpen geradeaus 2. Okay. Ich hoffe mal, dass die da jetzt nicht auf meinem Sputnik gehen. So, weil dann würde ich nämlich gerade das Boot da kaputt machen. Und dann würde ich ja auch eine neue Dingensinn bauen. Nochmal, es passt. Ist okay, also wir schlagen uns bis jetzt ganz gut. Es ist ja nicht mehr viel, was wir haben. Im Endeffekt versuche ich jetzt nur noch das letzte Bonusziel zu erreichen. In irgendeiner Art und Weise, und wenn die Mix mich nicht zu doll nerven sollten. So. Ja gut, das passt. Zack. Und dann passt es. Dann haben wir das Ding auf jeden Fall auch schon mal kaputt. So, die machen wir kaputt. So, als nächstes gibt es einmal den Orbitalguss. So. So, jetzt ziehen wir uns einmal wieder zurück. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Bauen wir hier halt nochmal fix eine Erzraffinerie hin. Aber eigentlich sollten wir genug haben. Tatsächlich, um da irgendwas zu machen. Weil hier ist ja das Ding und dann ziehen wir uns einfach mal so rüber. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass es passt. So, den müssen wir einmal kaputt machen. Dann lasse ich die erstmal hier stehen. Ja. Lasse ich die da erstmal stehen. Dann haben wir da ja schon wieder was. Passt auch. Der juckt uns nicht. Wir werden jetzt einmal speichern und dann versuchen wir jetzt nochmal rüber zu fliegen. Ich werde erstmal mit denen rüberfliegen, die ich hier links habe, auf der Insel. Also auf der hier. Sind jetzt nicht ganz so viele. Einfach mal zum Spicken, was sie so haben. So, nächstes muss das Ding einmal weg. Geht das Ding und wer nach hinten los? Bin schon echt am Nerven. So, das Ding einmal weg. Latena weg. Das Ding weg. Weil das kostet denen ja so viel Geld jedes Mal. Prisma weg. Das Ding weg. Das ist natürlich nicht so geil. Dementsprechend müsste ich rein theoretisch echt hier unten mich nochmal ausbreiten. Oh, die ist erschöpft. Die hat noch. So, da gehen wir jetzt einmal rein. Wir haben auf jeden Fall noch genug Geld überall zu liegen. Das ist es jetzt ja nicht. So, einmal generell da drauf. Dann einmal so schnell wie möglich auf den MiG. Und vielleicht reicht das auch schon, wenn wir das Ding einfach nur kaputt machen. Weil uns ja das als Ziel gilt. Oder als markiert wird. Ach ne, okay. Ah, okay. Zack. Was haben wir denn da? Ich weiß gar nicht, ob ich den hätte angreifen müssen. So, 11.000 soweit. Weit so gut. Den müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Von da geht's dann nach da hin. Ja, ja. Ach, komm schon, ernsthaft. Genau, das Ding kaputt. Können sie uns da schon mal wieder nicht nerven. So, da drauf. Sammler. Sie verdienen keine Gnade. Feuert aus allen Rohren. Nicht zurückhalten. Das passt. So, dann ziehen wir jetzt mal auch die 1 mit hoch. So, einmal da rein.
Zack. So, es passt. So, und jetzt haben wir halt generell erstmal eine komplette 1. Damit ziehen wir jetzt einmal hier rüber. So, Bauhof weg. Geld sollten wir jetzt einfach eigentlich nicht mehr gebrauchen. Oh ja, der düst sogar schon runter, das passt. Ich werde mal speichern nochmal. Ich weiß halt nicht, inwiefern. Ah, Lasov, jetzt können wir jetzt ja überspeichern. Das Game absturzgefährdet ist. Ich weiß es halt nicht. So, generell mal alle da drauf. Das Ding weg. Wenn der Sigma-Harmonizer voll und ganz einsatzbereit ist, ihr lächerlicher Widerstand nichts mehr bedeutet? Naja, ist okay. Was haben wir denn das da? Ding drauf. Zielwellen. Fuck, schade. Die Befehle sind klar. Nein, das Ding da weg. So, Bonosphäre weg, weil die werden wir so auch hundertprozentig gleich zerstören müssen. Aber die Hellblades, Twinblades, sind schon echt geil. Die sind schon echt klasse. Oh, das Ding weg. Ich hab keine Ahnung, was der da macht. Na egal. So. Einmal den Raketenturm weg. Ich habe den Eindruck, dass Future Tech an einer Methode arbeitet, die Zeit anzuhalten. Die Zeit anzuhalten, zumindest erstmal für ausgewählte Objekte. Es ist alles sehr kompliziert, aber offensichtlich ist diese Technologie die Basis für den Sigma Harmonizer. Okay. Schnell, Pilot. So, ganz kurz mal speichern. Warum? Ganz einfach, weil da oben die Mix sind und die können echt nervig sein. Die Befehle sind klar. Irgendwas gesehen. So. Ziel wählen. Das passt. Nähern uns Ziel. Fliegen wir so, los. Wir ziehen uns jetzt zurück. Die Befehle sind klar. Dann könnte das vielleicht sogar schon reichen. Ah, komm schon. Okay, reicht nicht. Schade. Hätte er klappen können. Dementsprechend müssen wir da nochmal ganz kurz draufschießen. Und das war's. Ja, ja. Und jetzt einfach fix mal zurückziehen. Und dann haben wir's. Siegreich. Und es passt perfekt mit der Zeit. So, weiter. Alliierte Truppen stehen inzwischen bereit für den Schutz des umstrittenen neuen Sigma-Harmonizers. Die Einheit soll schon in den nächsten Tagen aktiviert werden, trotz wachsender Kritik, jedoch keine Beachtung findet. Future Tech mag den Rest der Welt verleitet haben, diese Apparatur zu bauen, aber wir kennen die Wahrheit. Mit diesem neuen Gerät könnte dieser arglistige Präsident Thornley unsere Sowjetunion entscheidend schwächen. Verhindern Sie, dass der Sigma-Harmonizer aktiviert wird. Sie müssen sie stoppen, oder wir werden alle ausgelöscht. Okay. Unser Primärziel ist ein Großgebäude namens Sigma Harmonizer. Über welche Fähigkeiten dieses Flaggschiff von Future Tech verfügt, können wir nur erahnen. Allerdings wissen wir jetzt, wo er sich befindet und bereiten einen groß angelegten Angriff vor. Und das erwarten wir von Ihnen. Zerstören Sie die Küstenstellungen, die den Sigma Harmonizer abschirmen. Danach kann unsere Hauptstreitmacht vorrücken. Machen Sie alle Forschungs- und Produktionseinrichtungen von Future Tech dem Erdboden gleich. Zerstören Sie dann den Sigma Harmonizer, bevor dessen Initialisierungssequenz abgeschlossen ist. Der Erfolg dieser Mission wäre für Future Tech ein schwerer Rückschlag und würde das wahre Gesicht des Unternehmens enthüllen. Viel Glück. Sehr interessant. Ich bin gespannt, ob es auf Zeit geht, bis der Sigma Harmonizer initialisiert wurde oder ob es Zeit. Ja, unendlich Zeit, sag ich jetzt mal, haben. Das ist er. Der Standort des Sigma Harmonizers. Future Tech sichert mit einer gewaltigen Basis die Insel.
Bevor Sie diese angreifen können, müssen Sie selbst einen Stützpunkt errichten. Seien Sie vorsichtig, denn noch ahnen Sie nichts von Ihrer Präsenz. Okay, wir ja. Wir haben Future Tech auf einer nahegelegenen Insel geortet, auf der diese Bastarde im Schatten des Sigma Harmonizers neue Waffen entwickeln. Okay, die sind auf jeden Fall auch mit Bären. Die sind auf jeden Fall besetzt, das ist sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, es passt perfekt. So, Adler Sowjets. Und dann gehe ich hier in eine Pause für euch wahrscheinlich wieder ein paar Sekunden, einen Tag oder auch, wenn es am Freitag kommt, 2 Tage Pause. Für mich wird es wahrscheinlich in 2 oder 3 Tagen weitergehen, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Ja, errichten Sie auf Sigma Island eine Basis. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Tatsächlich heute wieder mal nicht so viel Zeit. Knappe 3/4 Stunde. Ich glaube nicht, dass ich es heute durchbekomme. Ich denke mal, ich werde morgen nochmal... mich nochmal ransetzen müssen. Obwohl, was heißt, ja, ich muss mich ransetzen. Ja, ist ja richtig so an sich. Aber tatsächlich macht halt Command & Conquer halt mega Laune. So, zack, zack. Und dann können wir da schon mal ein paar Leute hinschicken. Das heißt, ich würde die ganz gerne da reinschießen. Reinschicken in das Gebäude. Dass wir da vielleicht das Gebäude ein bisschen sichern können. Hier unten laufen ja noch mal 4 Stück umher. In der Hoffnung, dass vielleicht die dann doch dicht genug kommen, dass wir halt den Vorteil dadurch bekommen, die Leute da rauszunehmen. Ohne dass wir hier vielleicht noch mal irgendwie einen Bären oder sonst irgendwas verlieren. Will ich jetzt nicht ganz so, ich weiß nicht inwiefern. Okay. So wie dazu. Nichtsdestotrotz würde ich auch... Ja, okay. So viel dazu. Machen wir mal so, dass wir uns da vielleicht ein bisschen mal ausbreiten können. Ich weiß tatsächlich nicht. Keine Ahnung, von wo die kommen können. Alles drum und dran. Ich habe die Map an sich nicht mehr im Kopf. Daher, ja, schauen wir mal. Mehr als Gebäude setzen können wir nicht. Wir haben sowieso nicht mehr Spielraum an sich. So. Und jetzt haben wir das eigentliche Schlachtfeld. Vieles deutet darauf hin, dass Future Tech in mehreren Fertigungsstätten wahrscheinlich weitere Hightech-Einheiten produziert. Sie müssen diese Fertigungsstätten vernichten, aber unauffällig. Sie dürfen keinen Verdacht schöpfen. Neues Einsatzziel erhalten. Die Frage ist halt, wie soll ich die Produktionsanlagen zerstören? So, wir werden erstmal hier zwischenspeichern, Adler Sowjets, das passt. Wie soll ich da jetzt irgendwie was... Wenn unser Bauhof in Betrieb ist, sollten wir uns auf die Waffenfabriken von Future Tech konzentrieren. Soweit ist es jetzt nicht mehr entfernt, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal einen Superreaktor. Dass wir da genug haben. Ich würde ganz gerne mal mit... Oh, das Ding können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist nur Kühlturm. Ja, das ist jetzt tatsächlich nichts Dickes, wenn ich ehrlich bin. Okay. Naja, mal gucken. Fortschritte gespeichert, ist okay, das passt soweit. Was möchte ich denn jetzt überhaupt machen? Ich denke mal, ich werde wieder auf die Hellblades gehen. Technologie ist gesperrt. Das ist natürlich echt bitter, dass da die Technologie gesperrt ist. Transporter steht bereit. Es ist jetzt so mäßig gut tatsächlich. Ja gut, dann muss ich mich halt darauf erstmal soweit konzentrieren, spezialisieren. So, ihr geht mal dahin. Wir müssen ja jetzt irgendwas machen. Okay. Was kann der? Wenn der jetzt hier irgendwo reinknallt, bin ich natürlich mehr als nur RIP. Der Kontakt zu allen...